Herzlich willkommen zu einer weiteren Siemens-Anlagenpräsentation. Wir befinden uns hier heute in Hamburg bei der Firma KBK Kiesbeton Krebs, wo ich Ihnen eine supermobile MMX 5000 vorstellen werde. Diese Anlage ist vor 3 Monaten in Betrieb gegangen und hat bereits über 30.000 Kubikmeter Beton produziert. Mein Name ist Peter Germann, ich bin Geschäftsführer der Siemens Deutschland GmbH, einem Tochterunternehmen der Siemens Spa aus Verona. Schauen wir es uns an. MMX steht für Mobile Mixing Excellence und bedeutet in römischen Ziffern auch 2010, dem Jahr der Entwicklung der MMX. Die MMX ist eine supermobile Anlage, die dafür gebaut ist, dass sie besonders schnell und einfach von einer Baustelle zur nächsten transportiert werden kann. Die Anlage hat einen 3,33 Kubikmeter Doppelwellenmischer, der über ein Stollenförderband beschickt wird. In dem Fall haben wir 4 supermobile Zementsilos und einen 5-Kammern-Reindosseur. Wir sind jetzt hier im Reindosseur der Anlage. In diesem Fall ist es ein 4-Kammern-Reindosseur, wobei eine Kammer geteilt ist, somit stehen 5 Gesteinskörner zur Verfügung. Der Dosseur ist sehr mobil aufgebaut, er ist auch mit 5 oder sogar mit 6 Kammern verfügbar. Besonders ist auch noch, dass für die Rampe keine eigene Konstruktion erforderlich ist. Die Rampe wird direkt an die sehr massive Stahlkonstruktion angeschüttet. Wir sind jetzt im Mischraum der Anlage, also dem Herzstück der Betonanlage. Hier läuft ein 3,33 Kubikmeter MSO Doppelwellenmischer. Der Doppelwellenmischer ist so ausgeführt, dass er besonders einfach zu warten und zu pflegen ist. Wie Sie sehen, kann der komplette Deckel der Anlage weggefahren werden, was die Arbeit deutlich erleichtert. Selbstverständlich ist die Anlage mit Hochdruckreinigungsanlage und Mischerkamera etc. ausgestattet. Der Schaltschrank der Anlage, der ist direkt in die Haupteinheit integriert und das hat eigentlich Gründe der Mobilität. Wenn man das alles beisammen lässt, ist das einfach viel schneller wieder abgebaut und wieder aufgebaut und da stehe ich jetzt davor. Die Anlage ist mit 4 Mobil-Zement-Silos ausgestattet, jedes der Silo fasst 85 Tonnen. Die Silos wurden von der Firma Baumasch in Ludwigslust gefertigt und sind super mobil ausgeführt. Das heißt, die Leitern und auch die Zementschnecken sind anklappbar und somit ist das Silo in einem Stück transportierbar zur nächsten Baustelle. Zusätzlich haben wir auch hier die mobilen Betonfundamente, die sind geteilt. Das hat eben auch den Vorteil der einfacheren Transportierbarkeit. Hier im Service-Container haben wir unser Hochdruckreinigungssystem, die Superwash, das Aggregat dazu stationiert, inklusive der Steuerung. Hinten sehen wir einen 3000 Liter Wassertank, der als Puffer dient. Dazu haben wir da die Hauptwasserpumpe für die Anlage, die zentrale Fettversorgung für die automatische Fettschmierung und auch der Kompressor ist hier untergebracht. Der Betonabgabetrichter der Anlage ist hydraulisch aufklappbar, der ist komplett zum Öffnen, was eine gründliche Reinigung deutlich erleichtert. Wir sind hier im Steuerungscontainer der Anlage. Das ist ein sogenannter Plug-and-Mix-Container. Sitzt auf einem zweiten Container drauf.
spart Platz und gibt eine herrliche Übersicht über die Anlage. Das ist auch der Arbeitsplatz von Ilja. Ilja ist hier zuständig für zwei Anlagen, unter anderem die neue Simem-Anlage, und er steuert von hier die Anlage.